Melanie und Elke Schulz aus Köln haben eine wahrhaft großformatige Rarität im Angebot. Ja, zwei reizende Damen. Kann ich mich gut erinnern. Mein Geschmack wäre es jetzt leider nicht so. Ich habe auch nicht so eine große Wohnung. Und deswegen ist es jetzt wirklich am besten, wenn es vielleicht mal wegkommt. Schön wären so um die 500 Euro. Und das würde natürlich dann meine Oma bekommen, weil der das Bild ja auch gehört. Und ja, die wird vielleicht gerne noch mal eine Kreuzfahrt machen. Irgendwas Schönes damit anfangen. Ja. Schönen guten Tag, ich sehe Albert ein bisschen hilflos mit zwei bildhübschen Damen. Guten Tag. Hallo, der Horstlichter. Hallo, Melanie Schulz. Hallo. Melanie Schulz und? Elke Schulz. Elke Schulz. Guck mal da, Albert, zwei Schwestern und ein Gemälde. Ich freue mich. Danke schön. Siehst du? Ja, guck mal, aber das ist ja. Ja. Oh, das ist aber ein dunkles Gemälde. Wo habt ihr denn dieses unglaublich schöne Stück her? Das hat meine Uroma zur Hochzeit geschenkt bekommen. Die Uroma zur Hochzeit? Da muss man sich jetzt mal für Lippen haben, eigentlich schon zergehen lassen. Ein Bild, das sieht aus kurz nach dem Krieg. Ja. Kriegt man zur Hochzeit geschenkt. Ja. Das könnte ja auch heißen, die Ehe wird ein Trümmerfeld. Ne? So, und dann ist es weitergegangen? Ja, dann hat sie es meiner Oma dann auch zur Hochzeit geschenkt. Auch zur Hochzeit? Ja, weitervererbt worden. Gut, jetzt eine Zwischenfrage. Hat die erste Heirat gut gehalten? Ja, bis zum Schluss. Die zweite? Auch, bis zum Schluss. Bis zum Schluss. Ja. Dann solltet ihr das Bild auf jeden Fall weiter verschenken zur Hochzeit. Das hält, oder? Na, nee. Vor Hochzeit völlig unpassend, so ein Bild. Ja, finde ich auch. Ja, völlig unpassend. Ja. Es ist natürlich ein zeitgeschichtliches Bild, was die Zeit des Ersten Weltkriegs darstellt. Das ist eindeutig. Über die Qualität möchte ich mich nicht so äußern. Es ist vielleicht mehr ein Hobbymaler, der das gemalt hat. Es ist auch signiert. Mhm. Ein ganz verrückter Name. Mhm. A von Sanchez Ortifiano, Freiherr von so und so. Also, dann war er auf jeden Fall ein Soldat oder Offizier. Es müsste ein Offizier gewesen sein. Es gibt eine Erklärung dafür, wieso das Bild da gemalt wurde. Es ist auch der Ort verzeichnet, Stenay in Frankreich. Und Stenay ist der Ort, wo Kronprinz Wilhelm sein Hauptquartier hatte in Frankreich zwischen 1914 und 1918. Und da kann es natürlich sein, dass es ein Offizier, der Hobbymaler war, und da war ja eine große Entourage immer dabei beim Kronprinz. Eine Menge, ne? Ja, und da hat halt einer mal langweilig gehabt und hat dann das Dorf in Trümmern gemacht. Ich stell mal vor, da sitzt so ein Offizier mit dem Stühlchen, mit der Ölfarben, mitten in der Trümmer und sagt, Mensch, Kinder, ich habe jetzt ein Stündchen frei und jetzt male ich das mal. Und dann wird er auf Hochzeiten verschenkt. Ja, so, heißt, warum wird es aber nicht weiter? Das heißt doch noch nach der Schlacht. Ja. Weil die Skanone, nur, wenn das kein Zeichen für eine Hochzeit ist. So. Du wolltest das nicht haben zur Hochzeit, ne? Oder? Nee, bestimmt nicht. Habt ihr denn eine Idee, was ihr gerne hättet? Ja, also mindestens 500 Euro wären schon schön. Wären schon schön. Ja. Und damit wird die Hochzeitstochter gekauft. Damit will die Oma eine Kreuzfahrt machen. Eine Kreuzfahrt? Lieber Albert, jetzt bist du gefragt, deine Expertise, du kennst schon den Maler fast. Jetzt erzähl uns etwas. Also der Maler ist ein Unbekannter. Mhm. Es gab hunderttausende Hobbymaler, die sowas gemacht haben. Über die Qualität haben wir ja schon gesprochen. Ich bin nicht sehr begeistert. Ich komme bei dem Bild höchstens auf einen Wert von 200 Euro. Schade. Hart. Ja. Das ist eine ganz harte Nummer. Ich mehr. Ich meine, jetzt hat es schon zwei Ehen komplett durchgehalten. Eben. Ne? Und jetzt soweit. Ja. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt muss ich so eine Vertrauensfrage stellen. Wenn ihr gleich bei den Händlern wäret, ich meine, die werden begeistert sein. Ja, wenn die bei euch in die Augen gucken, da wird der Erste schon mal einen Rettungsring werfen, weil er Angst hat zu ertrinken. Das ist ja so, guck doch mal rein. So, aber was ist, wenn die sagen, ja, mein Gott im Himmel, also 150, weil ich habe so ein Loch in der Wand. Hm? Werden wir uns noch mal überlegen müssen. Ja. Ja. Also wir kitzeln noch irgendwas aus den Händlern raus, vielleicht sind die so. Ja, ne, und wenn die allerdings fragen, was der Experte gesagt hat, dann sagt er einfach gar nichts. Ja. Ja, einfach gar nichts sagen. Ja, einfach sagen, nein, also
Der hatte schon so seine Eindrücke. Ja, ne? Genau. Das würde vielleicht reichen. Und dann verlasse ich das eurem Händlergeschick, was ihr da rausholt. Okay, ja? Dankeschön. Ich wünsche euch einfach viel Spaß damit. Ja, wäre schön. Also, ihr Lieben, Dankeschön. Viel Spaß bei den Händlern. Ich auch. Fieke. Dankeschön. Das Bild dürft ihr stehen lassen, mal schiebt schon mal durch, das kommt gleich hinterher. Ja, bis dann, tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Einfach so dran vorbeimarschieren, ohne dass es hinfällt, das wäre super. Aber wenn das kaputt ist, dann ist nicht viel kaputt. Albert, jetzt mal ohne Scheiß, wenn du sowas zur Hochzeit geschenkt kriegst, die würde ich nie mehr einladen. Ich auch nicht. Nie mehr. Ja? Nach der Schlacht. Das so auch. Sehe ich kaputt. Nur. So, was ist jetzt los? Ja, es ist gemein. Das ist gemein. Das ist ein ganz ein altes Bild, ist das. Mhm. Diese Signatur. Sicher, doch, das signiert. Oh, das kann ich nicht lesen. Begeisterung sieht anders aus. Nur Ludwig und Fabian schauen sich das Bild genauer an. Ja, wir sind gut aufgeregt. Ja, ne? Sehr. Und sind wirklich gespannt, was wir dann doch noch erzielen können für einen Preis. Wollen vielleicht meine Oma dann auch noch erwähnen, ne, dass vielleicht da noch was mehr drin ist. Ja, genau. Damit geht es für die Schulz-Damen jetzt in die Schlacht. Guten Tag, die Dame. Grüß Gott, Hallo. Die Dame. Guten Tag. Hallo. Schönes Bild, oder? Wo hast du den Trümmer denn ausgepackt? Ja, bei Oma. Bei Oma? Ja. Hat die Oma denn so eine große Hütte gehabt? Ja, das ist jetzt das Problem. Ja. Deswegen wollen wir es ja verkaufen. Die Hütte ist zu klein. Das Bild ist alt. Ist ja. Ja. Ist ja gute Malerei, kann man nichts sagen. Ja. Wisst ihr denn, von wem das Ding ist? Nein. Kann man nicht lesen. Ein unbekannter Künstler. In Paris gemacht. 1994 oder Frankreich. Ja, und das ist auf jeden Fall 1925 in unsere Familie gekommen. Mhm. Ja, ist schon 1900. Weiß man denn, was der da gemalt hat, wo das ist? Das Bild heißt Nach der Schlacht. Nach der Schlacht. Ja. Nach der Französisch. Ja, es ist natürlich schwer, so einen schweren Schinken auch zu verhökern. Man muss das Bild auch reinigen. Das ist unheimlich speckig und über die Jahre natürlich sehr vergilbt. Natürlich. Ich glaube, die Farben haben eine sehr schöne Brillanz, wenn man das wieder fachmännisch reinigen kann. Ja, das ist ja auch Öl. Ne? Ja. Von daher denke ich, wenn man das noch mal restauriert. Ich denke, in einem großen Gebäude wirkt das auch ganz anders. Dann, ne? Eingangshalle, schön groß so. Präsentieren. Hat man ja heute kaum mehr eigentlich, ne? So große Eingangshallen. Das Problem ist, die Häuser werden heute alle relativ klein gehalten wegen der Betriebskosten. Und dann so ein Schinken zu verkaufen. Ich meine, ihr wolltet ja auch verkaufen, weil die Hütte zu klein ist. Ja, ja. Aber das wird schwer, aber ich fange mal mit. Das kann ich dem Mädel nicht antun. Ich fange mal mit 300 Euro an. Mhm. Wer bietet mehr? Ah, da kommt bestimmt noch was. Offiziell gehört das Bild ja meiner Mutter. Die ist jetzt 81 und die würde gerne noch mal eine Kreuzfahrt machen. Eine Kreuzfahrt? Ja. Wenn du dir keine Rheinschifffahrt, dann tue ich noch einen Fuffi drauf. Ja, es sollte schon Mittelmeer sein. Ja, vielleicht sieht sie ja nicht mehr so. Dann siehst du, der Luhns Mutter, Luhns, was das Meer groß ist. Da kommt die doch mit. Ja. Das war ganz gut beieinander. Also ich würde noch 350. geben. Mhm. Du kannst das Bild nur zuschreiben, also einen Künstler das ist der mit der Zielrichtung. Ja. Gute Malerei. Ja, aber kein Bekannter. Also das hätten die das bestimmt schon eruiert. Ja, gut, dann machst du 400. Na, Mädel, komm her, 400 und dann ist der Schinken mir und ich prügel mich damit rum. Schmerzgrenze wollten wir an sich so 5. Mach es 400. Ich muss auch noch ein bisschen dran verdienen. Also komm, Mädels, ich häng mir das Ding selber in die Hütte. 400. Wenn jetzt der Walter da 400 gibt, 400. Sagen Sie ja, dann ist es gut. Na, ob das überzeugt? Dann machen wir 420 und dann ist der Ofen aber aus. Ja. Komm, jetzt ich sick nicht rum. Mach es dies. Denke. Das Geld. Kohle raus, komm, Mädel. Okay. Ja. Mehr gibt es nicht für den Schinken. Okay. 50. Ja. 100. 50. 200. 50.
100. Steck dich schon mal ein. Okay, was weg ist, ist weg. 50, 200. Und der 20er. Er ist, halt ihn in Ehren. Auf jeden Fall, das wäre ich. Nette für McDonald's, ja. Ausgeben. Ja, für was Gutes. Ja. Oh, vielen Dank. Da kommt das Alter erstmal, Matthew Engelchen. Genau. Ein Gruß an die Mama, gell? Ja, ja, das wäre also, wir machen. Danke. Tschüss. 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 So groß ist mein Wohnzimmer ja nicht, wie der Schinken ist. Der Preis von 420 Euro ist mir nach wie vor ein Rätsel. Aber ich freue mich natürlich sehr für die beiden Damen. Die sind ihrer Kreuzfahrt-Idee etwas näher gekommen und können sie wahrscheinlich realisieren. Ja, wir waren verwundert, weil die Expertise ist ja wirklich niedriger ausgefallen. Mhm. Und ja, haben wir auch direkt ja bei 300 angefangen. Ja, das war natürlich schon sehr erleichternd. Ja. Und die Oma wird's auch freuen. Ja, auf jeden Fall.